Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed. Zusammen neben mir und... Hallo Lukas, alias Green Panda. Genau, und ihr habt ihn ja schon gehört. Er hat ja auch schon diese schöne Einleitung gemacht. Der Leo alias Lensek. Okay. Danke. Gerne. So, wir müssen jetzt nach Azur. Nach was? Nach Arzur reiten. Arzur. Und das Attentat auf Robert verüben. Mhm. Was tut er da? Was tut er da? Ich war im Zirkus, das war jetzt eine Logik. Ja. Hoppala, ich schaue jetzt gerade nicht auf den Bildschirm. Ich muss das Mikrofon erstmal wieder ein bisschen richten. Das hat gerade nur zu mir hingeschaut. Du Egoist. Ich esse Egos. Deshalb fühle ich mich hier immer so unterdrückt. Nein, Spaß. Unter Druck? Wie? Ja, ich muss gerade ins Klo. Ich glaube, da ist der Ausgang. Schaut mir doch ganz nach. Ich gehe aber oben rum. Er wird Ärger verursachen. Ich? Niemals. Wie kommt er denn darauf? Ich habe schon lange Ärger verursacht, aber okay. Aber davon habt ihr natürlich nichts mitbekommen. Was tut dieser Narr denn? Würde man sagen. Er sollte aufhören, wie ein Kind zu reden. Ja, ich gehe ja schon. Cool. Pferd. Noch eine Stute. Ene, Mene, Miss. Oh, es sind drei. Verdammt. Nimm schwarz. Von links an. Ene, Mene, Mister. Oh. Es krabbelt in der Kiste. Ene, Mene, Mac. Und du bist weg. Das heißt, zwischen den zwei. Oh Mann. Sag eine Zahl zwischen 1 und 10. Zwischen 1 und 10? 1 und 10? Ja, von 1 bis 10. Okay. 4. Gut, hier. Das waren die geraden Zahlen und der andere war die ungeraden. Wie wär's gewesen mit 1 und 2? Das hätte auch schon gereicht. Nein! Hättest du nicht so eine große Auswahl gehabt. Hätte ich dich nicht so hart in die Irre führen können. Ja, gut. So. Aber 4 ist meine Lieblingszahl. Also wenn du mir sagst, eine Zahl von 1 bis 10, wird es meistens die 4 werden. Gut, dann mache ich halt danach von 11 bis 20. Dann wird es die 14. Oh. Oder die 16 oder die 19. Wir wollen ins Königreich, weil Arzur haben wir noch nicht betreten. Ja. Sie konnte Arzur. Achso. Da müssen wir noch hinreiten. Im Galopp. Jetzt gehen wir noch. Jetzt geht doch mal hier aufs Klo und dann reiten wir los. Johnny hat in mein Bettchen gepinkelt. Johnny hat in mein Bettchen geschlafen. Was, Johnny? Johnny hat in mein Bettchen geschlafen. Johnny hat von meinem Tellerchen gegessen. Johnny hat sich meine Zahnbürste in den Arsch geschoben. In den Popo gesteckt. Entschuldigung. Dass ich so. Was? Ich habe ein mieses Gedächtnis, aber sowas kann ich mir wörtlich merken. Das will ich sehen. Wie er mich einholt. Das will ich sehen. Arzur. Ich schätze mal, das ist geradeaus. Akon Damaskus. Okay. Da ist auf der anderen Schauen Seite kannst du es noch. Hier sieht man so halb blur-mäßig. Nach Azur. Entschuldigung. Also praktisch links. Blur-mäßig, ja genau hier. Das heißt, wir müssen Richtung. Richtung, wo wir schon Richtung Richard wollen. Ne? Richtung Akon, wir wollen zum Robert, nicht zum Richard. Der Richard ist zufälligerweise dort. Ach. Aber wir wollen jetzt zum Robert, nicht zum Richard. Wir fangen beide mit R an. Akon steht da immer noch. Azur wird dann erst zum Ende aufgelöst. Galopp. Hopp. Pferdchen auf Galopp. Überstein. Aber bricht dir bloß kein Bein. Ich hab keine Ahnung, wie es weitergeht. Irgendwas mit Beinen war's. Also ich war zwar erst vergangenen Sonntag Kinderbespaßer während einer 6-stündigen Autofahrt, aber Pferdchen reit Galopp. Über Stock und über Steine, aber bricht dir nicht die Beine. Ja, ich glaube schon. Ja. Ungefähr so. Doch, ich koche sowas ziemlich genauso, oder? Pferdchen auf Galopp. Warte mal, bin ich jetzt falsch? Das ist? Ach, Jerusalem ist in die Richtung. Ah, okay. Gut. Dann besteht noch eine gute Chance, dass wir... Ups, das waren keine Gegner. Entschuldigung. Nee. Sind das Gegner? Auch nicht, das sind Passanten. Was steht hier? Fußgänger. Akon in die Richtung, passt. Und du wirst auch nicht mehr gesucht. Ja.
was sich ganz schnell wieder ändern könnte. Ja. Aber. Das ist uns egal. Ich glaube, ich bin jetzt gerade falsch geritten. Auf die Karte? Nee, das wäre ja cheaten. Ah, ich hab's gewusst. Au. Ich hab schon viele Sachen. Oh, ein paar. Ich hab eigentlich keine Zeit, ne? Also ich will keine Zeit haben. Ich hab's eilig. So, gib mir aus dem Weg. Nicht gar. Nicht! Nicht! Lass mich doch drauf! Das Pferd will mich nicht drauf lassen. Dann muss ich das halt hier fertig machen. Okay. Ist das fies. So ein wählerisches Pferd. Es kommen noch genug Kampfszenen. Oh, Spoiler. Darauf wollte ich jetzt eigentlich nicht anschlagen. Ich wollte es tun, als hättest du es nicht gesagt. Aha. Nee, ehrlich gesagt habe ich nur gerade gelesen, dass du 2 von 60 Templern erledigt hast. Ach, da war ein Templer? Ja. Okay. Vielleicht röchelt er noch sein Todesbrechen. Ich hab's nicht so genau gesehen. Ich bin viel besser als du. Alle laufen mir ins Messer. So, Pferdchen. Du lässt mich jetzt wieder aufsteigen? Danke. Finde ich nett von dir. Dummer Gaul. Schau mal nach. Ja, ich bin perfekt auf dem falschen Weg. Bin perfekt. Ist, glaube ich jedenfalls. Vielleicht sollst du dir mal wieder, soll mal wieder irgendwo hochklettern und synchronisieren. Ich bin schon auf dem richtigen Weg. In Zweifel bin ich auf dem richtigen Weg. Regel Nummer 1, Leo hat immer recht. Regel Nummer 2, sollte Regel 1 mal, sollte Leo mal nicht recht haben, dann tritt sofort Regel Nummer 1 in Kraft. Ja, das könnte fast der richtige Weg sein. Nein, kann's nicht. Doch, wenn es irgendwo eine ganz komische Kurve gibt? Nee, gibt's nicht. An alle Le Mans, bille, bille, bille. Bille, bille. Croissant, Tourvelle. Baguette Magique. Ein Baguette Magique. Weißt du, was Baguette Magique ist? Sauerstoff. Ja. Verdammt. Nee, ich glaube, den habe ich schon mal gebracht. Du hast es gewusst. Weiß ich nicht mehr. Doch, doch, ich kann mich erinnern, ich war schon einmal so embarrassed. Schappe! Schuppala! Schuppala Lyon! Das klingt halt erst. Lyon, Toulouse! Akon, Jerusalem! 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 So, diesmal laufe ich nicht durch euch durch. Hoppala. Karte? Da wird's, da schaut's. Schau. Da sieht's mehr nach Azur aus. Akkor? Akkon? Ah, ich glaube Richtung Akkon ist das Richtige. Ja, ja. Das müsste nur. Das ein bisschen an Akkon vorbei, glaube ich, was. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe leider die Karte von Assassin's Creed 1 noch nicht ausgelernt. Und da geht's jetzt links hier nach links, ja. Ja. Ja, da. Arsif. Arsif. Azur auf Deutsch. Ah, jetzt sieht man das schöne Tal. Guck mal. Ganz tief. Da geht's nach Akkon. Aber wir laufen hier oben lang. Wir sind ascended. Ah, ich habe mich schon gewundert, weil das da der Weg weiter so um nichts sagen aussieht, dass da nichts ist. Aber wenn es dann nichts, wenn du sowieso geteleportet wirst, das ist ja große Anus. Ach, du kannst da nicht mehr reiten, ne? Ne. Okay. Dein stolzes Ross wartet auf dich. Mhm. Aha, ups, das sind also viele. Den würde ich mich ungern im offenen Kampf stellen. Ach, meinst du? Hä? Meinst du? Wer läuft denn da? Wer könnte das denn sein? Ich hab keinen Plan. Bestimmt keine Gegner oder so. Oh, Kreuzritter. Ich glaube, ich laufe einfach an dem vorbei. Magic. Nee, kann ich nicht. Ich muss sie erstmal killen. Au. Oh, wieso ist mein Pferd noch mit mir? Ich glaube, ich kann doch noch reiten. Egal. Wie konnte das geschehen? Au. Ja, hier geht's sehr tief runter. Ja, da werden wir nicht runterfallen. Hey. Bis jetzt gereicht, wenn du ihn gepackt hättest, ist er runtergeschmissen. Regen.
Ja, rote Farbe und so. Blut ist gut für die Haare. Moment. Moment, das war Bier. Verdammt. Wie konnte das geschehen? Außer, du möchtest ein böses Wort mit einem N, 2G. Was Ginger. Genau. Only Ginger. Call that Ginger Ginger. Das war so cool. Das war auch erstmal hinein gecheckt. Hat. Ja, es war sehr leicht peinlich. Nö. Ja. Aber weißt du was? Autsch. Ist cool, aber es war's. Genau das wollte ich preventen. Ja, preventen, ich bin voll anglizistisch. Gut, wer gewesen ist, gesagt, das ist anglizistonisch oder sowas. Anglizistonisch. Ich bin eine Anglizistone. Au, das tut doch weh. Ja, das brennt im Magen. Da hilft aber auch keine Sodbrenntablette. Ich wollte gerade sagen, da gibt es ganz böse Sodbrennen von. Das macht dir ein Loch im Magen. Warum tun wir Scheiße? Wie kommst du denn da hin? What the f... Ja, wir müssen uns alle kämpfen. Ja, ich hab gesagt, wir müssen ein bisschen was kämpfen. Oh, ist der nervig. Ach, easy. Also ich finde, eine gute Lösung für dieses Problem wäre gewesen, von Anfang an das kleine Scherz zu nehmen und dann auf den ersten 5... Nee, 15 ist jetzt mal, 20 Messer, ne? Einfach mit Messern ab, das ist super saugeil, so. Nee. Wie viele Leute? Ich hab... Du musst auch ein bisschen Skill zeigen. Wir sind gar nicht so viel zum Kämpfen gekommen in diesem Let's Play. Muss man schon mal zeigen, was man hier drauf hat, ne? Klar. Vor allem in der letzten Folge haben wir ganz viel mitgekämpft. Ja, da war es zu eng, da konnte ich nicht mehr kämpfen. Hier hast du mal meine komplette Qualität gesehen. Schön, mal, ich glaube, du wirst auch zack kein als normal getroffen, oder? Ja, bei denen hier nicht. Sehr schön. Only a ginger can go another ginger ginger. Toll, danke, jetzt habe ich noch einen Ohrwurm. Only a ginger can go another ginger ginger. Passt schon wieder. Voll, ich fand's so gut. Der hat da einen Chilianer? Chilana? Nicht über das Fußball reden. Und professionell. Nein. Du lässt es laufen. Wer ist hier der Unprofessionelle? Ja, nicht draufschauen. Bloß um den 2:0 Sieg von Chile anzuschauen. Nicht über Fußball reden. Aber es ist doch so schön, wie Chile 2:0 führt. Also für mich, meine persönliche Meinung. Nicht verallgemeinern lassen. Oh, das war, jetzt wurde ich in die Zange genommen. Aber ich weiß immer einen Ausweg. Toyota. Nee, nichts ist unmöglich, war Toyota. Ja. Zoom, zoom. Oh nein, wir werden nicht gesponsert. Na, Toyota wäre eher so ein Meh-Sponsor. Ich mag Toyota als Auto nicht. Die machen so komische Autos. Das ist so ein Ferrari, ist mir lieber. Ja, gut. Warum musst du dich immer hinlegen? Ey? Nicht von den ganzen Leuten. Zack, ja, wow. Oh, das tut weh, das tut weh. Also, wenn du hier Angst hast, dass Sachen wehtun, dann solltest du nicht mehr hingucken. Ich glaube kaum, dass der Querschnitt gelähmt war. Ja, jetzt nicht mehr, mittlerweile ist er verblutet. Und AX ist, glaube ich, der Panther, der Block geschlagen hat. Ja, der dauert zu lange, der ist nicht gut. So. Einfach jedes Mal, wenn er auf die Klinge trifft, nochmal X drücken, damit er dein Combo auspackt. Und irgendwann hat er dann... Schau. Irgendwann kommt er schon durch. Ich weiß, wie man Assassin's Creed kämpft. Keine Angst. Gut. Mr. AC. AC. Du bist AC Len. AC Caliber, man. Du bist nicht MC Len, du bist AC Len. Nein, nicht ernsthaft. Noch hat er... Oh, hier mal getroffen. Das kann jetzt ein bisschen ungemütlich werden. Wo ist er darauf? Ich versuch's mal mit den versteckten Klingen. Oh. Oh, verdammt, da kann ich mir so angreifen. Mhm. Da musst du warten. Ja. Das ist wirklich nur Counterblades.
Aber dafür töten sie geiler. Dafür töten sie jeden Konter. Oh ja. Und ich finde das auch irgendwie cooler. Der hinter mir wollte mich angreifen. Hat sich so anders überlegt. Out. Dammit! 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 Ich wechsle wieder zum Schwert. Offensive ist doch besser. Wie man vielleicht sehen konnte. Anbezahlt. Bei dem Rothelm, da kann ich den AX machen. Da ist es nützlich. Oh. Ansonsten würde er nämlich alles abwehren. Noch ein Templar-Getöt. Kommt aber nicht zur Rechnung dazu, oder? Ja, das ist nur spezielle Templation. Ah, aber nur diese rumstehenden. Genau. Oh. Kinderplanung kaputt. Ja. Ja, du darfst abhauen. Ich weiß, du hast gesehen, wie gut ich bin. What the fuck? Kommt nicht näher! Haltet ein! Ich überbringe eine Botschaft, keinen Stahl. Ihr bringt die Kapitulationsbedingungen? Das wurde auch Zeit! Nein, ihr missversteht. Al-Mualem sandte mich, nicht Salah al-Din. Ein Assassine? Was hat das zu bedeuten? Und sputet euch! Es gibt einen Verräter in eurer Mitte. Er hat euch gedungen, mich zu meucheln? Und euch daran zu weiden, bevor ihr zustoßt? Ich bin kein so leichtes Opfer! Nicht ihr seid mein Ziel. Er ist es. Dann sprecht, dass ich mir ein Urteil bilde. Wer ist der Verräter? Robert de Sable. Ein Adjutant. Er sinnt auf Verrat. Ihr findet dafür andere Worte. Ihr sinnt auf Rache gegen eure Leute für das Übel, das ihr in Akkon angerichtet habt. Und ich neige dazu, ihn zu unterstützen. Einige meiner besten Männer wurden von euch ermordet. Ich war es, der sie tötete, und aus gutem Grund. Hört mich an. Wilhelm von Montferrat. Er wollte Akkon mit seinen Truppen erobern. Garnier von Nablus. Er setzte seine Fertigkeiten ein, um andere zu indoktrinieren und manipulieren. Siebrand. Er wollte den Hafen blockieren, um euch vom Nachschub aus eurer Heimat abzuschneiden. Sie haben euch betrogen und sie erhielten ihre Befehle von Robert. Erwartet ihr, dass ich euren Worten Glauben schenke? Ihr kanntet diese Männer besser als ich. Seid ihr ernstlich überrascht, von ihren üblen Absichten zu erfahren? Ist das wahr? Mein Lenzherr, der Mann ist ein Assassin. Diese Kreaturen sind Meister der Manipulation. Natürlich ist es nicht wahr. Ich habe keinerlei Grund zu lügen. Und doch tut ihr es. Fürchtet ihr etwa um eure kostbare Festung? Kann sie der gemeinsamen Macht der Sarazenen und der Kreuzfahrer widerstehen? Meine Sorge gilt den Bewohnern des Heiligen Landes. Wenn ich mich opfern muss, um Frieden zu stiften, dann soll es geschehen. Wir befinden uns hier in einer sehr seltsamen Lage. Jeder beschuldigt den anderen. Wir haben keine Zeit für so etwas. Ich muss Saladin treffen und uns seiner Hilfe versichern. Je länger wir zögern, desto schwerer wird es. Wartet, Robert. Warum? Was habt ihr vor? Sicher wollt ihr das nicht glauben. Eine schwere Entscheidung, die ich nicht alleine treffen kann. Ich muss sie jemand Weiserem überlassen. Danke. Nein, Robert, nicht euch. Wem sonst? Dem Herrn. Es soll durch einen Zweikampf entschieden werden. Gott steht sicher auf der Seite dessen, der die Wahrheit spricht. Wenn das euer Wunsch ist? Das ist es. So sei es. Zit Blanc, Assassin. Wie, Zweikampf? Zweikampf, hallo? Das ist doch kein Zweikampf. Also Robert, du schummelst ein bisschen. Dezent. Tut mir leid, aber das nenne ich nicht Zweikampf. Was ist der Robert gerade? Das ist der, den ich gerade angegriffen hatte. Das ist der mit den Schulterplatten. Mit den rot-weißen. Links. Oder? Nein. Nee, das ist nicht der Sable. Robert der Sable hat einen grauen Helm, kann wissen. Ja, genau. Dann ist er nicht dabei. So ein Feigling! Der hat nämlich auch einen Mantel mit Kapuze. Nur, dass die Kapuze ist. Feigling! Was machst du? Ich hab nur gerade einen Insekt vor meiner. Von vor meines Face. Ja. Okay. Und die Hand hat etwas zu viel Schwung und hab deshalb einen Teil der Retour-Jase.
nicht ins Mikro. Doch, weil ich mich konzentrieren muss. Aber nee, das ist Roberto Sable, oder? So, wie du auf ihn eingeschlagen hast, muss es Roberto Sable sein. Autsch. Aua. Wie immer das Sable macht. War nicht Robert. Nee, war nicht Robert. Der Spieler da ist er. Oh oh. Egal. Ah, das geht nicht. Ah, auf Boden konnte ich ihn einfach nur mit der geheimen Klinge. Nee, nee. Ich glaub nicht, dass wir ihn töten müssen. So macht man das. Uha. Es ist vollbracht. Eure Pläne, wie auch ihr selbst, aufgehalten. Ihr wisst nichts von den Plänen. Ihr seid eine Marionette. Er betrog euch, mein Junge, so wie er mich betrog. Drückt euch klar aus. Oder gar nicht. 9 Männer solltet ihr töten, ja? Die 9, die das Geheimnis des Schatzes kannten. Und weiter? Es waren nicht 9, die den Schatz fanden, Assassine. Nicht 9. 10. Ein 10. Niemand darf das Geheimnis kennen und leben. Gebt mir den Namen. Oh, ihr kennt ihn gut. Und ich bezweifle, dass ihr sein Leben so willig beenden würdet, wie das meine. Wer? Es ist euer Meister, Al-Mualim. Aber er ist kein Templer. Habt ihr euch nie gefragt, woher er so viel weiß? Wie viele wir waren? Wo wir sind? Wonach wir trachteten? Er ist der Meister. Oui, Meister der Lügen. Wir sind nur 2 weitere Bauern in seinem Spiel. Und nach meinem Tod bleibt nur ihr. Ob ihr wohl überlebt, bei allem, was ihr wisst? Mich interessiert der Schatz nicht. Ah, aber ihn schon. Der einzige Unterschied zwischen ihm und mir ist, dass er nicht teilen will. Nein. Ironisch, oder? Dass ich, euer größter Feind, euch vor Schaden bewachte. Und nun nehmt ihr mein Leben und beendet damit zugleich das eure. Gut gekämpft, Assassine. Es scheint, Gott stand heute auf eurer Seite. Gott hatte damit nichts zu tun. Ich war der bessere Kämpfer. Ja, vielleicht glaubt ihr nicht an ihn, aber er glaubt an euch. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage. Dann stellt sie. Warum? Warum reist ihr so weit? Riskiert euer Leben wohl 1000 Mal, um einen einzelnen Mann zu töten? Er bedrohte meine Brüder und das, wofür wir stehen. Ah, Vergeltung also? Nein, nicht Vergeltung. Gerechtigkeit, um dem Frieden den Weg zu bereiten. Ach, dafür kämpft ihr. Frieden? Seht ihr nicht den Widerspruch? Mit einigen Männern kann man eben nicht reden. Wie mit diesem tollen Hund Saladin. Mich dünkt, er würde ebenso gerne diesen Krieg beenden wie ihr. Das hörte ich. Aber ich sehe es nicht. Auch wenn er es nicht sagt, es ist Volkes Wille. Sarazener wie Kreuzfahrer. Das Volk weiß nicht, was es will. Deshalb wendet es sich an Männer wie uns. Dann liegt es an Männern wie euch, das Rechte zu tun. Unsinn. Von Geburt an schreien und treten wir. Gewaltsam und unberechenbar. So sind wir halt. Und können es nicht ändern. Nein, wir sind, was wir zu sein wählen. Euresgleichen. Immer spielt ihr mit Worten. Ich spreche die Wahrheit. Es steckt keine Finte dahinter. Das werden wir bald sehen. Doch ich fürchte, euer Wunsch wird sich heute nicht erfüllen. In diesem Moment streckt dieser Heide Saladin meine Männer nieder und ich muss ihnen beistehen. Aber wenn er erkennt, wie verletzlich er ist, überdenkt er seine Taten vielleicht. Ja, vielleicht ist bald möglich, wonach ihr euch sehnt. Ihr wart nicht sicherer als er. Vergesst nicht.
Die Männer, die an eurer Stadt regierten, sie hätten euch nicht länger gedient als unbedingt erforderlich. Ja. Dessen bin ich mir bewusst. Dann verlasse ich euch jetzt. Mein Meister und ich haben viel zu bereden. Es scheint, auch er ist nicht ohne Fehl. Er ist ein Mensch. Genau wie wir alle. Genau wie ihr. Friede sei mit euch alle Zeit. Das Ziel wurde eliminiert. Zurück zu Al-Mualim. Oder Al-Mualiniert. Ich kann mich nicht bewegen. Was passiert? Trent. Ich sagte aufstehen, verdammt. Hallo. Oh nein. Anscheinend haben uns ihre Assassinenfreunde gefunden. Was? Wie haben sie das gemacht? Moment, ich weiß nicht, wovon sie reden, aber was immer da unten vorgeht, es hat nichts mit mir zu tun. Sie sind wegen ihnen hier. Und ich habe sie sicher nicht eingeladen. Wie ist die Lage da unten? Wir stehen unter schwerem Beschuss. Kommt ihr damit klar, oder muss ich den Gefangenen evakuieren? Sind nur 5 oder 6. Wir sind in der Überzahl. Ein paar Verwundete, aber wir kommen klar. Wir kriegen das in den Griff. Verdammt nochmal, Desmond. Konnten Sie das nicht lassen? Ich sagte doch, ich habe damit nichts zu tun. Wie hätte ich Kontakt aufnehmen sollen? Telepathie? Kommen Sie! Ist auch egal. Sie werden bald tot sein. Hier, hören Sie zu. Drohung ausgeschaltet. Sieht aus, als würde die Kavallerie nicht kommen. Weiß nicht, Doc. Vor einer Minute sind sie noch ausgeflippt. Sind sie hier doch nicht so sicher, wie sie dachten? Meinen sie, die kommen mit Verstärkung zurück? Das glaube ich nicht, Desmond. Was Lucy versucht ihnen zu sagen, ist, dass es keine Assassinen mehr gibt, die zurückkommen können. Wir waren sehr erfolgreich im letzten Jahr, haben eure kleinen Enklaven ausgeräuchert, eure Wüstenkommunen und was auch immer. Ich fürchte, sie sind ganz allein. Ruhen sie sich aus. Wir bringen das morgen zu Ende. Tut mir leid, Desmond. Er erwähnte die Wüste. Glauben Sie? Nein, Sie haben ein Team dorthin geschickt, aber der Ort war verlassen. Ich weiß nicht, wo Ihre Eltern sind und kann nicht versprechen, dass Sie noch leben. Aber ich glaube, Sie konnten fliehen. Danke. Danke fürs Nachsehen. Es ist nicht so schlimm, wie es scheint. Wovon reden Sie? Die haben gerade buchstäblich meine einzige Chance, hier herauszukommen, gekillt. Und dann finde ich heraus, dass die Assassinen fast ausgerottet wurden. Und Gott, ich weiß immer noch nicht, was diese Leute vorhaben. Ich weiß nur, dass sie mich töten werden, wenn sie fertig sind. Ich bin am Arsch. Was soll ich jetzt tun? Haben Sie ein bisschen Vertrauen? Sie sind. Vertrauen Sie. Ruhen Sie sich aus, Desmond. Sie werden die Energie brauchen. Okay. Surprise. Surprise, surprise. Ach, schon. Wir werden uns ausruhen. Allerdings noch nicht jetzt, denn danach wird wahrscheinlich wieder eine Sequenz kommen. Ah. Und das sehen wir erst in der nächsten Folge. Oha. Ja, das ist harte Kost. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann, wenn alles offenbart wird.